Hey, hey und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play History Crusader Kings 2 mit den Wikingern von Halogaland. In der letzten Folge hat Ragnar, der Schlechte, König von Halogaland und fast ganz Westnorwegen, einen blutigen großen Krieg gegen Dänemark gewonnen und die Provinz, die Region um Trondheim erobert. Kurz darauf starb er aber an seinem Krebsleiden und das führte dazu, dass eine Erbteilung eingesetzt hat, die seinen Bruder Björn zum König machte und seinen Sohn Eirik zum Kleinkönig über Tröndelag. Und damit ist Tröndelag, das er erobert hatte, also Ragnar der Schlechte erobert hatte, nun nicht mehr Teil des Königreichs Halogaland bzw. Finnmark, wie es hier im Spiel heißt. Schade Banane. So, derweil haben wir auch immer noch hier einen katholischen Aufstand in Jorvik. 3000 katholische Fanatiker unter Kohl belagern hier die Provinz. Und zwar gehört diese nun mittlerweile Ragnar von Jorvik, der ein Sohn Hakons ist, der wiederum ein Sohn Ragnars des Schlechters war. Und ja, nun die Kontrolle über Jorvik hat. Jorvik aber immer noch Teil des Königreichs Halogaland. Wir müssen eine ganze Menge Dinge erledigen. Und zwar haben wir eine ganze Reihe offener Ratspositionen und natürlich auch niederer Titel. Und wir müssen eine Ambition wählen und einen Fokus und so weiter und so fort. So, als erstes benennen wir einen Kanzler. Da haben wir hier Eilif oder Faste zur Verfügung. Faste ist unser Mundschenk. Gütig, gütig. Er ist lüstern, tapfer, ein religiöser Eiferer, stolz, gefräßig, ein Abenteurer und eine graue Eminenz. Das verschafft ihm plus 9 Diplomatie. Wir werden Faste mal zu unserem Kanzler machen. Und als nächstes können wir einen Marschall benennen. Die meisten Militärpunkte hat Eilif, der zurzeit aber ein Befehlshaber ist. Es folgt Tulir, auch der ist Befehlshaber und Merkith Marr. Wir werden mal Botulf nehmen. Der hat zwar nur 14, aber das wird auch als meisterhaft angesehen. Wir lassen ihn die Armee organisieren. Ja, ich glaube, das ist okay. So, als Kämmerer haben wir hier Folki von Rykjafylki. Das halte ich für plausibel. Das lassen wir so. Jetzt können wir einen Hufspitzel benennen. Hauker von Westisland. Der mag uns nicht mit einem Beziehungs von minus 30, aber einen sehr guten Intrigewert. 21. Er ist ein sehr grausamer Mensch, ein Kannibale und Pfähler. Er ist germanisch. Das habe ich jetzt bei den anderen gar nicht geschaut. Nicht, dass die noch katholisch sind oder so. Nein. Okay, Malmfried. Sie ist gerecht. Das passt ja nicht so richtig zum Spitzel. Wir werden mal Hauker benennen. Das bringt die Beziehung auch ins Positive. Und Hauker soll mal weiter Technologie studieren.
Wir schicken ihn mal nach Paris erneut. Und einen Seher können wir ebenfalls benennen. Da wäre Sigtrygg ein passender Kandidat. Den nehmen wir auch. Ketzer jagen. Nein, er soll in Jorvik bekehren, auch wenn das natürlich vielleicht ein bisschen zu spät ist. So, nun müssen wir spezielle Titel noch vergeben. Einen Regenten zum Beispiel. Das könnte ja unsere Frau sein. Allerdings ist sie samisch, also suemenuskisch hier. Das heißt, sie ist Anhängerin der samischen. Oh, Mareike ist katholisch. Können wir die. Wir könnten sie einkerkern. Kommt aus Friesland, am Hof von Semner von Halogaland. In Semner. Entschuldigung. Nee, wir wollen ihr auf jeden Fall den Titel nicht geben. Regent, was ist denn hier mit Volki? Religiöser Eiferer, gesellig, muskulös. Erhalt eines Titels. Dann machen wir ihn zum Regenten. So, Hirtenmänner können wir auch noch benennen. Unsere treuesten Gefolgsmänner. Da nehmen wir mal Eilif und Botulf, unseren Marschall. Und Befehlshaber können wir ebenfalls neue benennen. Faste ist Sigtrygg, unser Seher. Volki Kämmerer. Vielleicht müssen wir da mal neue rufen. Denn diese Leute sind ja alle beschäftigt in der Regel. Wir werden mal einen Befehlshaber rufen. Es meldet sich Thorgil von Skardaborg. Thorgil ist ein Genie, ein Jäger, ein fauler Jäger, ein faules Genie. Faules, jagendes Genie, er ist stolz, ehrlich und zufrieden, hat 17 Kriegskunst. Das ist akzeptabel. Den werden wir direkt zum Befehlshaber benennen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir eine Ambition wählen für Björn. Björn hat keinen Erben momentan. Deswegen wäre Eirik sein Nachfolger. Wir werden mal sagen, er soll König von Norwegen werden. Wie sollte es anders sein? Und tja, was denn mal für Intrige, Jagd? Aber wir nehmen einfach mal Krieg. Das ist quasi das Simpelste, was man machen kann. Kronenfokus legen wir mal wieder auf Halogaland. Der Rat ist unzufrieden, das wird sich hoffentlich gleich erübrigen. So, wir schicken ja die Armee hier gerade zurück. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Und dann. Ihr habt einen neuen Erben, Ragnar von Jorvik. Vasallen-Nachfolgewarnung. Die Nachfolgesituation mancher Vasallen ist beunruhigend. Nach ihrem Tod könnten ihre Titel aus dem Reich verschwinden. Ragnar. Sein Nachfolger ist König Eirik von Nidaros. Naja, noch. Er ist erst 15. Er hat noch keinen eigenen Sohn. Von daher ist das relativ klar, dass es so sein muss. Wir haben eine sehr gefährliche Fraktion. Hauka von Westisland. Er will die Unabhängigkeit. Kann man ihn
Unabhängigkeit gewähren wollen wir nicht. Seine Frau ist tot, Haller Hemmings dort hier. Er hat einen Sohn, Stein Hockerson, der uns recht positiv gegenübergestellt ist. Er hat einen sehr hohen Intrigenwert. Nicht schlecht. Ja, also dass wir uns jetzt hier in tausend Kriege verstricken würden, war zu erwarten. Wir werden mal versuchen. Einen Nicht-Angriffspakt zu schließen. Das wird er tun. Das führt aber nicht dazu, dass die Fraktion aufgelöst wird, scheinbar. So, Jorvik haben wir. Ah, die Fraktion ist damit aufgelöst. Sehr gut. Unsere Besitztümer werden belagert. Die Fraktion ist aufgelöst. So. 3000 Mann stehen da. Wir schicken unsere Halt. Nur 200 von 227 Truppen können nach Hause gehen. Das macht uns nichts. Okay. So, wir können nur 800 Mann rufen. Allerdings haben wir 800 Prestige. Das heißt, wir können natürlich eine Stammesarmee rekrutieren. Wie viele Schiffe haben wir denn? 19. Das heißt, es reicht nicht. Das ist ja nicht so schön. Wir können Verbündete in den Krieg rufen. Alle unsere Vasallen, andere Verbündete haben wir nicht mehr. Wir sind nicht mehr mit Schweden verbündet. Wir lassen das mal gerade weiterlaufen. Der Rat ist unzufrieden. Ja. Pedur, Hofkaplan von Piktland. Ein Prediger im Dienste von König Rupert der Pikten ist in Halogaland angekommen, um die Gesänge ihrer fremden Religion zu verbreiten. Er hält nur wenig von unserem Glauben, den er als Sünde betrachtet, und erzählte uns in vielen Details von Schrecken und Leiden, die wir im Nachleben erfahren werden, wenn wir unsere Wege nicht ändern. Tatsächlich ist das ja einer der Gründe, warum die Christianisierung in Skandinavien erfolgreich war, jedenfalls später, da die Wikinger eigentlich nur ein negatives Bild der Nachwelt, also des Lebens nach dem Tod, hatten. Die paradiesische Vorstellung, darüber haben wir, glaube ich, ja schon mal gesprochen, von Valhalla ist erst durch den Kontakt mit der christlichen Religion und deren Vorstellung vom Paradies positiv gedeutet worden und war vorher eigentlich was Negatives, weil jemand sozusagen als Wiedergänger, also jemand, der immer wieder neu lebt, weiterlebt und kämpfen muss, eigentlich eine schreckliche Vorstellung war. Erzählt uns mehr. Nein, es gibt überall Schrecken und Leiden und wir werden ihn ins Verlies schicken. Und was wir dann tun werden. Ah, wir verlieren da die ganze Zeit. Ah, wir müssen im Frieden sein, um ein Bündnis
Blut abhalten zu können. Mein Marschall hat einen Mann namens Alf von großem militärischen Talent entdeckt. Sehr gut. Er ist ein Stratege. Ein ehrgeiziger Stratege, tapfer, treuherzig, fähiger Taktiker. Wir werden ihn zum Befehlshaber machen. Alf heißt der Mann. Niedere Titel. Dann werden wir nämlich einen unserer Menschen, die wir gar nicht einsetzen können, entfernen und haben jetzt Alf mit 22 Militärwert. Sehr gut. So, wir werden eine Militärsimulation an unserem Hof durchführen. Sehr gut. Pedro wurde inhaftiert. So. Bei der Festlegung der Rollen für das Kriegsspiel haben wir entschieden, dass Haukara zusammen mit mir die Verteidigung übernimmt. Die Angreifer werden von Volki, unserem Kämmerer, befehligt. Der Feind versucht im Eilmarsch ins Hügelland vorzurücken, um sich einen strategischen Vorteil zu sichern. Wir werden versuchen, mit allen Kräften dieses Gelände zu verteidigen. Als unsere Truppen den Hügel erklimmen, werden sie oben von Volki mit einem Lächeln begrüßt. Er öffnet uns, dass sie auf der anderen Seite des Hügels einen Teil seiner Truppen versteckt halte. Hauker schlägt vor, dass wir uns zunächst darauf konzentrieren sollten, einen der feindlichen Verbände zu besiegen. Wir versuchen, die versteckten Truppen schnell zu besiegen. Und unsere Gattin Miliki ist schwanger. Zweifel nagen an mir. Warum? Ist das nicht unser Sohn? Ach so. Björn ist homosexuell. Vielleicht war er nicht bei seiner Frau. Lag er nicht bei seiner Frau? So, nachdem wir den kleinen feindlichen Trupp entdeckt hatten, lag es auf der Hand, dass wir zahlenmäßig überlegen sein mussten. Auf einem ausgeglichenen Schlachtfeld konnten wir den Gegner so weit dezimieren, dass unsere Seite den klaren Sieg für sich beanspruchen konnte. Wir erlangen 75 Prestige plus 1 Kriegskunst. Sehr, sehr gut und praktisch. So, 19 Schiffe, das reicht ja nicht aus, ne? Um die, wir heben die jetzt mal aus und dann schicken wir die hier zusammen, aber das wird für eine Stammesarmee nicht reichen. Keine Marine anwesend, die groß genug ist. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich unmöglich der Vater des Kindes meiner Gattin Miliki sein. Der Gedanke an dieses Kind, das in ihrem Bauch heranwächst, raubt mir den Schlaf. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Religiöser Eiferer, geduldig, er ist keusch, gierig und homosexuell und ehrgeizig. Geduldig, keusch, religiöse Eiferer. Es gibt ja immer noch die Kindesaussetzung. Dann werden wir jemanden schicken, 5 Gold, der herausfinden soll, was da passiert ist. Wer führt denn die Armee? Das soll Björn mal selber tun. Untätig. Warum ist der Mann untätig? Ah, er kann nicht bekehren, weil die Finnmark komplett besetzt ist von den Rebellen. Die Magd, die sich mit meiner Gattin Miliki anfreunden sollte, hat nichts Verdächtiges bezüglich ihrer Schwangerschaft bemerkt. Wie wird sich Björn entscheiden? Nun ja, er ist geduldig. Dann sagt er, das ist erleichternd.
Hat das eigentlich schon irgendeinen Einfluss auf die Frau? Religiöse Unterschiede, ja. Befehlshaber verbessert. Mein Marschall teilt mir mit, dass einer meiner Befehlshaber mit dem Namen Thorgil beträchtliche Fortschritte macht. Er ist nun ein Verteidiger, sehr gut. Und die Infrastruktur im Nordland hat sich verbessert. Hauka kehrt mit einer Flotte zurück. Die Beziehung zu Hauka hat sich außerdem verbessert. So, wir haben immer noch nicht genug Schiffe, um diese Truppe darüber zu bewegen. Wir werden mal unsere Vasallen in den Krieg rufen. Vielleicht bringt das was. Ragnar von Jorvik ist dabei. Guthrum von Hordaland ist dabei. Eirik von Nidaros strebt danach, Ragnar von Jorvik zu töten. Halt, stopp. Eirik will Ragnar töten, der mittlerweile erwachsen ist und Halla von Jorvik geheiratet hat, die eine Tochter von Stulla von Jorvik, ja, Fylki war. Das ist ja auch spannend. Ragnar. Ragnar ist der Sohn von Hakon. Er hat keinen Sohn, sondern Björn von der Finnmark würde erben. Wie sieht der überhaupt aus hier, Björn? Das ist ja komisch. Komischer Typ. Wenn Ragnar stirbt, erbt Björn Jorvik. Und dann hat er aber keinen legitimen Nachfolger mehr, oder? Dynastiebaum. Mal Aslak nehmen wir mal raus. Da gibt es sowieso keinen männlichen Nachfolger mehr momentan. So, dann haben wir hier Ragnar. Eirik von Nidaros. Guthrum. Guthrum könnte natürlich Nachfolger werden, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier gibt es noch weit entfernte Verwandte von einer. Ich glaube, Björn lässt das zu. In meinen Studien des Kriegswesens bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass clevere Kampftaktiken nicht alles sind. Es gibt weitere Disziplinen, die wichtig sind. Schaden gegen religiöse Feinde 30%. Männer kämpfen, doch Odin allein entscheidet den Gewinner. Björn von Finnmark wird ein heiliger Krieger. Volki hat in Hålogaland gute Arbeit geleistet. Die Infrastruktur verbessert sich. Ein weiterer wütender Mopf der katholischen Unabhängigen hat sich in Jorvik dem Aufstand angeschlossen. Holy crap! 6000 katholische Aufständische. Tolia von Tolias Streitmacht hat einen Kriegertrupp um sich versammelt, um fremde Länder zu überfallen. Tolia.
Sein Bruder ist Kjartan, der ebenfalls ein Abenteurer ist. Na dann, viel Glück, Tolia. Wir können schon wieder einen neuen Befehlshaber benennen. Oh, wir haben Zwillinge bekommen, allerdings wieder nur Mädchen. Aha. So, wen nehmen wir denn jetzt mal als... Nimm mal Ragnar als Befehlshaber. Okay. So, wie sollen denn unsere Töchter mal heißen? Die nennen wir Skuld und Saga. So, wir haben einen ganzen Haufen Töchter. Aber das bringt uns ja nicht so viel, nicht? Wir könnten ihm den Krieg erklären. Wollen wir das tun, liebe Freunde? Unserem Neffen den Krieg erklären, um das Reich zu vereinen. Björn ist ehrgeizig. Er ist ein ehrgeiziger, heiliger Krieger. Ein heiliger Krieger. Ja, wir werden zwar aller Wahrscheinlichkeit nach hier Jorvik verlieren. Hoffentlich stirbt übrigens Ragnar nicht dabei. Vielleicht können wir den mal hier in die Armee setzen, auch wenn er nicht allzu geschickt ist, was das Militärische angeht. So, Eirik, unser Neffe, unterwirft sich nicht freiwillig. Darum werden wir jetzt einen Krieg unter Verwandten austragen und uns diese Gebiete, die Ragnar der Schlechter, der Bruder von Björn, erobert hatte, zurückholen. Ich denke, das können wir beschleunigen, denn da dürften wir eigentlich keine allzu große Gegenwehr erwarten können. Und der Angriff läuft. Volki hat eine interessante Idee zur Verbesserung der Wirtschaft. Das kostet uns nur ein Gold. Der Wohlstand steigt und wir bekommen eine sehr gesteigerte Technologieverbreitungsrate für wirtschaftliche Ideen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So, wir stürmen. Normadal. Als ihr eines Nachmittags auf der Jagd seid, begegnet ihr einem bärtigen Alten, gekleidet in einem einfachen Mantel eines Wanderers und einem breitkrempigen Hut. Er grüßt euch höflich, verlangt nach einem Horn Met und erzählt euch dann von einem goldenen, vergessenen Brunnen ganz in der Nähe. Dann wandert er vor sich hin. Kichernd zieht er von dannen. Ja, Björn ist ein heiliger Krieger. Er kämpft für Odin und natürlich glaubt er daran, dass dies Odin gewesen sein könnte. Er erlangt dadurch 50 Gold, denn er findet diesen Schatz, von dem der Wanderer berichtet, und erlangt 50 Prestige. Außerdem wird er ein religiöser Eiferer. Er treibt sein Pferd vorwärts, dem Schatz des Gottes entgegengefolgt von seinen Jagdbegleitern. So, Sieg in Normadal. Faste konnte die Beziehung zu Guthrum verbessern, der ist ja aber erst 3 Jahre alt, also. Naja. Nils vom westisländischen Bauernaufstand hat König Björn den Krieg erklärt. Verdammte Verräter. Okay, also wir haben jetzt hier überall Aufstände, sowohl katholische als auch in unserem Rhein. Derweil versuchen wir irgendwie hier unsere Herrschaft über die Trönde-Region wiederherzustellen. Sigrid haben wir gefangen genommen.
Und Eirik, unseren Neffen, auch. Rebellen töteten Guthrun Vis in Westisland. Rebellen töteten Skuld von Westisland. Niederlage in Westisland. Wer hätte das gedacht? So, wir stürmen hier. Die Stellung. Nidaros schaffen wir das nicht, aber wir haben natürlich viel mehr Truppen. So, Sieg. Damit werden wir hier den Frieden anbieten, die Forderung erzwingen. Tröndelag ist damit wieder unter unserer Kontrolle. Eirik ist trotzdem noch unser Vasall. Okay. Können wir eigentlich... weitere Titel erstellen? Halogaland. Das sieht nicht so aus. Westlandet können wir nicht erstellen. Warum? Ah, man muss mindestens 51% besitzen. Das ist klar. Jetzt Königreich Norwegen. Island, Jämtland. Ostlandet und Westlandet brauchen wir dafür noch. Wie viele Aufständische sind hier in Island, wissen wir gerade nicht. Das wissen wir gerade nicht. Königreich Sachsen, ja, das wollen wir eigentlich nicht hier wissen, das interessiert uns nicht. Was mich jetzt gerade interessiert, ist die Frage. Ich sehe gerade, wir können einen neuen Merkith Mother benennen. Zum Beispiel Eirik, der übrigens auch jetzt ein heiliger Krieger ist. Das machen wir mal. Wie sieht's denn aber mit der Erbfolge aus? Ragnar von Jorvik, Eirik von Naumadal, Guthrum von Hordaland. Ja, Ragnar wäre ja natürlich eine spannende Sache. So, ich glaube, wir sind eigentlich schon wieder über der Zeit, wenn mich nicht alles täuscht. Wir werden mal unsere Flotte hier rüberziehen. Ihr habt einen neuen Erben. Sollte euer Charakter nun sterben, werdet ihr fortan als Eirik von Normadal weiterspielen, nicht als Ragnar von Jorvik. Aha. So, die Truppen werden wir auf das Schiff bringen. Und mal. Oh! Ostisland steht mittlerweile unter der Kontrolle von Svitjod. Das ist ja auch mal. Wie sagt man, unglücklich? Jedenfalls nicht so wirklich in unserem Interesse. So, 800 Mann stehen hier. Können wir die besiegen mit unseren 1200? Wir könnten noch andere Truppen hinterherholen. Boothild Valdemarsdottir ist an unserem Hof eingetroffen. Sie hat, ja, ist eine fähige Diplomatin, hat aber die Syphilis. Unser Wissen, Stadtinfrastruktur stieg. Ein Kleinadliger aus Suomi hat eine Woche in Halogaland verbracht und dabei ständig mit seinem Reichtum und seinen Besitzungen zu Hause geprahlt. Er beleidigt die Adligen vor Ort und benimmt sich, also Adlige Anführungszeichen, benimmt sich wie ein Angehöriger des Königshauses. Eure Gefolgsleute sind seiner überdrüssig. Wir werden eine Beschwerde an Visa von Satakunta schreiben. Oh, der, unser Schwiegervater, der ganz offensichtlich auch entstellt und vernarbt ist.
Ist ja seltsam. Ich hoffe, er hat nicht allzu viel Ärger gemacht. Ich werde ihn über eure Bräuche unterrichten. Vielen Dank. Plus 20. Beziehung. Können wir ein Bündnis mit ihm schmieden? Ja. Das tun wir auch. So, und jetzt werden wir hier diesen Aufstand aber mal schleunigst beenden. Zack. Nils ist an unserem Hof eingetroffen. Der war der Bauernanführer. Inhaftiert. Okay, dann Truppen auf die Schiffe. Mit denen fahren wir jetzt hier runter. Gen Jorvik und schauen mal, wie viele Truppen die denn da noch so haben. 6000 Mann, das ist doch unglaublich. Alf macht Fortschritte, das ist gut. Kult der Gerechte. Wir werden mal versuchen, ihn zu ermorden. Und alle Leute einladen, die das auch so wollen. So, Jorvik ist eine Be Ragnar von Jorvik ist eine Bedrohung. Er will König von der Finnmark werden. Ja. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ich sehe gerade, wir haben eine ganze Menge Technologiepunkte, die wir auch einsetzen sollten. Hier für schwere Infanterie. Stelle Huskarl-Übungsgelände. Das machen wir ebenfalls. Okay, ja gut, dann denke ich, beenden wir das Ganze hier. Wir können vielleicht noch mal schauen, ob man sinnvollerweise hier was ausbaut. Oh ja, Markdorf ist hier noch nicht gebaut. Wie sieht's hier aus? Schießplatz. Versteckte Schanze für 146. Wir nehmen mal 400 Prestige, um einen Schiffbauer hier in Halogaland zu bauen, weil wir natürlich dringend mehr Schiffe brauchen. Hier gibt es auch noch kein Marktdorf, 74. Schanze aus Erde in Rukia Fylki werden wir auch mal für unseren Gefolgsmann bauen. Okay. Gut, dann schicken wir unsere Schiffe wieder zurück und beenden diese Folge, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In den nächsten Videos werden wir dann wohl mal über die Wikinger im Frankenreich sprechen. Das haben wir ja noch gar nicht getan. Und uns weiter mit den historischen Hintergründen auseinandersetzen. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, wenn euch diese Let's Play History Serie gefällt, lasst doch mal einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, schaut mal bei mir auf Twitter, Facebook und auf meinem Blog vorbei. Schreibt mir gerne auf all diesen Kanälen oder per Mail auch eure Kritik, Ideen, Anregungen, auch Tipps, was wir hier in den nächsten Folgen so unternehmen sollten. Und ich freue mich auf eure Nachrichten und darauf, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, hey do, macht's gut, euer Lüppeti Kapo.